Ich bin so gespannt, wie der aussieht. Oh. Direktor Bloch? Ah, Professor Wetterquarz. Da sind Sie ja endlich. Ich habe einige Aufgaben für Sie. Oha, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Natürlich, wobei sich zeigen muss, ob sie von Dauer sein wird. Wie meinen Sie das? Ich will offen sein, Professor Wetterquarz. Sie haben ein Magier-Diplom, haben aber nicht die erforderlichen Prüfungen abgelegt, um als Lehrer arbeiten zu können. Oh nein, jetzt müssen wir... Beglaubigte Zeugnisse? Eine schriftliche Bewerbung? Nichts. Sie sind nur auf Empfehlung des Erzmagiers hier. Das stimmt, aber es gibt nun einmal einen Magiermangel und jeder muss sein Bestes tun, um... Sein Bestes tun ist schön und gut. Es ersetzt aber nicht die formelle und eigentlich obligatorische Ausbildung zum Lehrkörper für höhere Magie. Okay, das ist ein sehr pingeliger und korrekter Mensch. Wenn der Erzmagier mir vertraut, dann können Sie das auch. Aber Erzmagier Alistair traut mir zu, hier an der Schule zu unterrichten. Nun ja, Magier haben einen wohlbekannten Hang zum Chaos. Ich versuche noch immer, mir einen Überblick zu verschaffen. Die Aktenführung in dieser Schule spottet jeder Beschreibung. Ratsvorsitzende Van Buren will diese Lehranstalt neu organisieren und endlich Struktur in die Sache bringen. Ich unterstütze sie voll und ganz in diesem Ziel. Das korrekte Führen der Schulakten muss wieder die vornehmliche Aufgabe des Lehrkörpers werden. Nur so ist eine effiziente Kontrolle des Lernfortschritts und der Lernmethoden möglich. Ach Gott, der Typ geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ich habe vielleicht keine formelle Lehrerausbildung, aber ich habe meine Schüler in der ersten Stunde begeistert. Ich habe gezaubert und man konnte richtig sehen, wie der Funke übergesprungen ist. Nicht wörtlich natürlich. Es war kein Feuerzauber oder sowas. Sie haben gezaubert? Oh oh. Ja, und jetzt wollen Sie das auch können. Sie wollen es lernen. Laut meinen Aufzeichnungen stand Geschichte der Zauberei auf dem Lehrplan. Ja schon, aber... Professor Wetterquarz, es ist für den Lehrerfolg von entscheidender Bedeutung, den Schülern feste Strukturen zu bieten und sich exakt an den Lehrplan zu halten. Ja, aber die Schüler... Hätten sie eine ordnungsgemäße Ausbildung genossen, wäre ihnen das bekannt. Ich werde diese Verfehlung in Ihrer Akte vermerken. Und zukünftig haben Sie sich an den Lehrplan zu halten, werter Kollege. Okay, welche Aufgaben haben Sie für mich? Sie haben vorhin Aufgaben erwähnt, Herr Direktor. Richtig, ich habe zwei Aufgaben für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, soll morgen früh die Schule vom Erzmagier offiziell eingeweiht werden. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden anwesend sein und wie Sie unschwer sehen können, befindet sich die Schule in keinem angemessenen Zustand. Ratsvorsitzende Van Buren hat einen Hausmeister eingestellt, doch er kann die Arbeit alleine nicht schaffen. Helfen Sie ihm bis morgen, den Boden in der Eingangshalle zu reinigen und die Spinnweben zu entfernen. Was? Jetzt müssen wir hier noch putzen? Ich soll die Eingangshalle fegen und von Spinnweben befreien? Ist das wirklich meine Aufgabe als Lehrer? Ja, allerdings. Eine Schule ist eine Teamaufgabe, also müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie gesagt hätten, ich solle die Flugkobolde loswerden, hätte ich das ja noch verstanden. Welche Flugkobolde? Wenn hier magisches Ungeziefer herumschwirrt, muss es entfernt werden. Kümmern Sie sich darum, Wetterquarz. Boden, Spinnweben, Flugkobolde. Bringen Sie das in Ordnung. Okay, und was ist die zweite Aufgabe? Und abgesehen vom Aufräumen, was gibt es noch zu tun? Die Inventur hat ergeben, dass diverses Schuleigentum abhanden gekommen ist. Unter anderem die Schulbibliothek. Ein Raum fehlt? Korrekt. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und er bestätigte mir, dass es den Raum früher gab. Er weiß nicht, wo der Raum jetzt ist, sprach davon, dass er sich vielleicht verstecke oder gerade auf Reisen sei. Ich finde das ungehörig. Ich will diesen Raum. Wir sind eine Schule und brauchen eine Bibliothek. Das finde ich auch. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind der Magier. Na super.
Sie unterstützen die Ratsvorsitzende bei der Wahl, oder? In der Tat. Wir müssen schnellstmöglich einen umfangreichen Beamtenapparat aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln. Dafür erscheint mir die Ratsvorsitzende die logischere Wahl als ein Magier. Aber keine Angst, Wetterquarz. Ich halte Ihnen Ihre politische Naivität nicht vor. Als Schuldirektor bin ich neutral und handle stets nach den Regeln der Schule. Und in der Schule ist politische Einflussnahme verboten. Erzählen Sie das mal der Ratsvorsitzenden Van Buren. Was ist das? Eine der Wahlkampfbroschüren, die die Ratsvorsitzende in meinem Klassenraum ausgelegt hat. Ich werde mich darum kümmern. Da bin ich mir sicher. Sie verlangen sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis morgen früh schaffen kann. Bis morgen früh? Sie haben bis 72 Uhr Zeit. Oh, bis 72 Uhr. 72 Uhr? Ich habe mein eigenes metrisches System der Zeitmessung entwickelt. Ein Tag hat 100 Stunden, die aus 100 Minuten a 100 Sekunden bestehen. Alles andere ist zu verwirrend. Okay. Dann habe ich noch nicht einmal bis morgen früh Zeit? Für einen ordnungsgemäß diplomierten Lehrer stellt es kein Problem dar, auch mal das Unmögliche zu schaffen. Oder soll ich in Ihrer Akte vermerken, dass Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben nicht gewachsen fühlen? Nein, ich werde es schaffen. Sehr gut. Danach können Sie Feierabend machen und den morgigen Schultag vorbereiten. Ja, nee, ist klar. Die Sache ist klar. Direktor Bloch will mich scheitern sehen. Aber erstens werde ich den Erzmagier nicht enttäuschen. Zweitens mag ich diese Schule. Und eine Schulbibliothek wäre toll für die Schüler. Und drittens gibt mir die Arbeit für den Direktor die perfekte Gelegenheit, die Augen für Remy offen zu halten. Ja, das freut mich ja, dass Wilbo anscheinend richtig Bock hier auf die Aufgaben hat. So, wo fangen wir an? Ich denke direkt hier, indem wir uns hier umschauen. Auch wenn es gerade ein wenig dunkel ist. Ein Schaukasten, der die Erfolge von Schülern dieser Schule dokumentiert. Einige Sporttrophäen, Bilder von erschlagenen Drachen, Schüler vor qualmenden Töpfen. Besonders stolz scheint man auf einen Pokal zu sein, den man bei einem Besenballturnier gewonnen hat. Oh, Besenball? Ist das sowas wie Quidditch? Besenball hieß ursprünglich anders. Es wurde auf fliegenden Besen mit 6 geflügelten Bällen gespielt. Aber dann gab es Urheberrechtsbedenken. Ja! Deswegen ist es heute wie Fußball, nur dass jeder Spieler einen Besen auf den Rücken geschnallt hat. Der hier ausgestellte Besen wurde von einem gewissen Rudi bei über 200 Spielen getragen und führte seine Mannschaft bis zum Pokalsieg. Okay, mit dem Rudi, war das jetzt eine Anspielung auf Rudi Völler, kann das sein? Huch, ich wollte gar nicht die Leertaste drücken. Der Schaukasten lässt sich nicht ohne weiteres öffnen. Er ist mit einem Schloss gesichert. Haben wir vielleicht irgendwas? Ist es ein magisches Schloss eventuell, was wir aufzaubern können? Nee, schade. Okay. Ein beeindruckender Kamin. Würde er brennen, wäre es hier in 0, nichts angenehm warm. Ja, und vor allem auch ein bisschen heller, ne? Aber, ach doch, wir haben Bretter. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor Wetterquarz. Nö, nö. Nein, es sind nur ein paar alte Bretter. Es sind nur ein paar alte Bretter. Hier aus der Schule? Nein. Aber sie hätten eh schon weggeworfen werden sollen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, haben das aber nicht getan. Oh Gott, dieser Typ. Besser verbrennen als wegwerfen. Ich hab mir gedacht, warum die Bretter wegwerfen und dann teures Brennholz verschwenden? Warum unnötig die Schulfinanzen belasten? Gut mitgedacht, Professor Wetterquarz. Machen Sie weiter. Dankeschön. Oh Mann, auch außerhalb des Klassenraums ist der Job komplizierter, als ich gedacht hätte. So, haben wir irgendwas, was wir anzünden können, Feenzauber? Sein Notizblock? Ein, zwei leere Blätter aus meinem Schnellhefter kann ich wohl entbehren. Okay, okay. So, wir haben die Buchseiten, Notizblock. Okay, wir haben eigentlich gar nichts, womit wir das anzünden können, außer wir können es zaubern. Ich weiß nicht, wie man Feuer herbeizaubert. Okay. Kann sein, dass das eigentlich zur Magierausbildung gehört, aber ich hab's nie gelernt. Okay, gut.
Gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch irgendwo einen Feuerzauber finden. Papier? Ja, ach so, fehlt nur noch Feuer, Haben klar. Haben Sie eventuell ein Streichholz, Direktor Bloch? Sie sind Diplom-Magier, Professor. Der Feuerzauber gehört zu Ihrer Grundausbildung. Ja, ja, ist ja gut. Ja, natürlich. Okay. Oder gab es etwa Lücken in Ihrer Ausbildung, über die ich informiert werden müsste? Nö, nö, gar nicht. Nein, alles klar. Ich hole nur meinen Zauberstab. Mist, ich habe keine Ahnung, wie man Feuer herbeizaubert. Das werden wir also lernen müssen. So, das hier ist die Eingangshalle. Das muss die beste Uhr der Welt sein. Die meisten haben nur 2 oder 3 Zeiger. Die da hat mindestens 10. Na, wenn der Tag 100 Stunden hat. Ich weiß nicht genau, was das Instrument mir sagen will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur die Zeit anzeigt. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ich wünschte, ich könnte ewig hier bleiben. Okay, Papierschwan. Oh. Origami. Oh, wie hübsch. Ein aus einem Blatt Papier gefalteter Schwan. Das ist Origami, eine alte elfische Kunstform. Das zwergische Wort für diese Kunstform bedeutet so viel wie Spitzohren bauen Staubfänger aus Papier, weil sie mit Steinen nicht umgehen können. Okay. Hey, das ist nicht irgendein Blatt. Das ist doch... Bitte lass es ein Feuerzauber sein. Schwan. Tatsächlich? Ein Feuerzauber, bitte. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Ach so, eine Buchseite. Okay. Gut, gut. So, haben wir jetzt hier erstmal alles. Ich erkenne das überhaupt nicht, dass da hinten noch was ist. Das habe ich nicht mal gesehen. Mein Monitor ist nach wie vor total dunkel eingestellt. Ich glaube, ich habe schon in 100 Folgen von irgendeinem Let's Play gesagt, ich muss den mal heller stellen. Ein schöner Blasebalg. Damit kann man ein Feuer ordentlich anfachen. Ja, fantastisch. Ich habe zu Hause oft den Blasebalg bedient, wenn Opa, Papa oder meine Schwester etwas schmieden wollten. Du bist der wichtigste Gnom bei dieser Angelegenheit, haben sie dann oft gesagt. Naja, weil er sonst nichts kann. Okay, und was ist das da oben? Ein Plan. Kamin-Netzwerk-Plan, steht auf dem Blatt. Es zeigt zahlreiche dicke, schwarze Punkte, die mit Linien verbunden sind. Über jedem der Punkte steht ein Name. Seefelds Magierturm Eingangshalle. Postkutschenstation. Fuchsbau. Fuchsbau und viele mehr. Unter den Punkten sind jeweils 3 Tiersymbole zu finden. Ach, schön. Davon habe ich gehört. Zauberer benutzen ein Pulver, um durch das Feuer von einem Kamin zu einem anderen zu reisen. Ja. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Kamin. Er muss im Kaminnetzwerk sein. Und dieser Plan zeigt an, welche Kamine miteinander verbunden sind. Oh, ich hoffe, wir können das später nutzen. Das wäre so witzig. So, okay, ich glaube, jetzt haben wir aber tatsächlich alles. Durchsuche den Aktenschrank. Ich kann es versuchen, aber ich glaube, Direktor Bloch wird uns davon abhalten. Habe ich jetzt irgendwie so im Gefühl. A bis E. Oh, nee, doch nicht. Oh, jetzt können wir... Oho, Albert Allardyce, über den haben wir doch vorhin was gehört. Allardyce. Allardyce. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viele Einträge wegen unangebrachter Zwischenrufe und Fragen. Und was ist das? Okay, ich überlege gerade, welche Namen mir hier bekannt vorkommen. Elmar Frock. Ich gehe nochmal zurück. Also klar, wir könnten uns natürlich alle mal durchlesen, anhören. Heike Granger, wer ist denn Heike Granger? Oh, gar nicht synchronisiert. Heike Granger nutzt trotz mehrfacher Verwarnungen den schuleigenen Palantir für Ferngespräche. Oh, okay. Yoda Green Gnome. Yoda Green Gnome. Gute magische Fähigkeiten, aber fürchterliche Grammatik. Wie geil. Ach, das ist ja cool. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt von A bis Z echt alles durch. So, Axel A. Aronson. Axel A. Aronson. Axel kann seine Schulgebühren nicht mehr bezahlen, da er sein ganzes Geld zwielichtigen Spielemachern anvertraut. Ist das einer von den Entwicklern? Beerovus Deepwood. Guybrush Threepwood oder was? B.
Beaverus versucht, Holz in Gold zu verwandeln. Am Ende kam Mahagoni heraus, das er wiederum für viel Gold verkaufte. Schade, dass das nicht synchronisiert ist. Brian Blackstone? Schüler Brian gelang als jüngsten Schüler überhaupt ein Teleportationszauber. Er teleportierte sich 20 Meter in die Luft und stürzte in den Tod. Oh Gott, ich kann gar nicht so schnell lesen. Bayernessen, Troll. Oder Birnessen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich auch eine Anspielung auf irgendwas. Birnessen von der Hochwindsee brauchte den Südflügel der... Was brachte den durch einen Einsturz? Daniel A. Lockenhabicht. Wie geil. Daniel A. Lockenhabicht. Schüler Lockenhabicht beschwor einen magischen Wald und ward seitdem nicht mehr gesehen. Oh, da sind bestimmt so viele Anspielungen. Die Zaster, oder D, die Zaster, keine Ahnung. Der Schüler Die Zaster kam bei einer verheerenden Explosion in der Nähe eines Kamins ums Leben. Sein letzter Aufsatz von der Entwicklung meines Furzspruchs wird seinen Hinterbliebenen übergeben. Bitte was? Elmar Frock. Ja, Elmar Frock. Elmars Vater, der königliche Henker, bat uns, die Schulakte seines Sohnes einsehen zu dürfen. Mit Elmar ist alles in Ordnung. Wirklich, ganz toller Junge. Sieht aus, als wären hier ein paar Seiten rausgerissen worden. Ach so. So, dann machen wir weiter. F bis J. Das ist ja echt witzig. Fluffy Fofofof. Wie geil. Verwandelt pures Gold in ein schmackhaftes Stück Brot und widerlegte damit die alte Redensart, dass man Gold nicht essen könne. Friederike Sillybottom hat beim Stadtrat eine Namensänderung beantragt. Sie wird ab sofort als Friederika Sillybottom geführt. Ingemar Sanderflesch, oh Gott! Trotz mehrfachem Nachfragen will uns der Schüler Ingemar seinen echten Nachnamen nicht nennen. Niemand heißt Thunderflash. Ja, das stimmt allerdings. So, Yoda hatten wir schon. Das ist ja echt cool. K bis O. Lennart der Akagamika. Bitte was? Lennart der Akagamika, Zauberer mit Köpfchen an den Köpfen, brach mehr Hirne als Herzen. Zuletzt sein eigenes, was ihm eine Zelle in der Irrenanstalt von Arkham... Keine Ahnung, wahrscheinlich eine Anspielung auf Batman, würde ich jetzt sagen. Levin from the Hills. Begabter Feuer- und Wassermagier. Leider löschen sich deine Talente gegenseitig aus, sodass er als einer der unfähigsten Magier seines Jahrgangs gelten muss. Marcel Marc Salott, was sind das für Namen? Schüler Marcel beschwor großartige haarige Säugetiere und weigerte sich damit aufzuhören. Marco T. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Marco benutzt absichtlich Wörter wie Piep, Piep, Piep und Piep, weil er glaubt, mir wäre es zu peinlich, sie hier niederzuschreiben. Mario Mushroom. Okay, Super Mario-Anspielung. Mario springt anderen Leuten auf die Köpfe, zündet sie an und nennt das Ganze gewaltlos. Wie geil. Mark of the Southlands. Ist das cool. Lord Mark aus den Südlanden kokelte gestern mehrere Lehrer an und überflutete die Turnhalle schon wieder. Möwi van Hein. Möwi van Hein verwandelte das Schulschaf in einen Affen, obwohl der Bibliothekar ausdrücklich keine Affen in der Schule erlaubte. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wozu diese Anspielungen gehören, bitte. Ich kenne leider nicht alles. Omadon Mudillo. Mudillo? Omadon wurde der Schule verwiesen. Es stellte sich heraus, dass er ein Armadillo in einer Pinguinverkleidung mit einem Schild war, auf dem Mu stand. Das ist mehr als seltsam. Was zur Hölle? Zurück. So, P bis T. Oh. Papa the Great. Baba. Papa the Great. Papa the Great, einziger Schüler dieser Akademie, dessen Breite seine Höhe übersteigt, erhielt heute seinen Abschluss. Er wird uns fehlen. Percy Smith. Der Schüler Percy Smith hat während der Lauftrainings in einem Apfeleimer eine Stinkbombe explodieren lassen. Die Schüler liefen nie schneller. Schüler Smith erhält eine Auszeichnung. Okay. Peter, Troll. Die Jägergilde hat uns gebeten, einen neuen Hausmeister zu suchen. Das Schnarchen und Schmatzen des mürrischen Trolls Peter vertreibe die Wildtiere im Umkreis von Meilen. René Beetle.
René behauptete, mit einer gewissen Lucy in einem Himmel voller Diamanten gewesen zu sein. Mädchenbesucher sind in dieser Schule streng untersagt, Pilze ebenso. Wie geil! Russell the Undead. Der untote Zauberer Russell häutet sich ohne Unterlass. Es liegen zahlreiche Beschwerden des Putzpersonals vor. So, Sascha Charles... Was? Oh Gott. Dieser Eintrag wurde nur hinzugefügt, um jemanden, der ihm laut vorlesen muss, das Leben schwer zu machen. Sorry, wie geil ist das bitte? Hey, das ist nicht nett. Wie geil. Serena Derpmancer. Oh mein Gott. Serena entdeckte durch Zufall eine neue Art der Magie. Ein zweiter, davon völlig unabhängiger Zufall sorgte für die Zerstörung des Labors. Speed Stair. Dokument nicht gefunden. Meinen Sie vielleicht Speedster oder Speedster? Wie geil. Ich finde es einfach nur cool gerade. Nur schade, dass es nicht synchronisiert ist. Teragor Beratan. Beratan. Teragor verlor das heutige Bogenschießen, da er seinen Bogen in die falsche Richtung abfeuerte. Wir haben seiner Familie Blumen geschickt. Och, der Arme. Toby Corner. Klingt normal. Tobi von der Corner, runde Sprüche mangelhaft, eckige Sprüche gut. Was zur Hölle? Ach, wegen Corner, oh mein Gott, Errungenschaft, ich bin der Aktenfresser. Gut, ich brauche aber noch U bis Z. Oh, U bis Z gibt's niemanden, das ist aber schade. Okay, Schülerkartei schließen. Wow, das war krass. Gut, Leute, ich glaube, ich werde mal eine Aufnahmepause machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich die Aufgaben hier für den Direktor erledigen. Bis dahin, tschüss!